Für das heutige Interview haben wir Physiker und Autor Thomas Kempel als Gast. Tom ist gerade in Stuttgart bei den One World Family Days, wo er heute Morgen einen Podiumsvortrag gehalten und einen Workshop durchgeführt hat. Dabei hat er seine große Theorie von allem vorgestellt, die er im Laufe der letzten 35 Jahre entwickelt hat. Beruflich war Tom unter anderem für die NASA und für das US-Verteidigungsministerium tätig, aber er ist gleichzeitig Bewusstseinsforscher und hat in den 70er Jahren zusammen mit Robert Monroe am Monroe-Institut das menschliche Bewusstsein erforscht. Da Tom schon zahlreiche einführende Interviews zu seiner Theorie gehalten hat, werden wir in diesem Interview nicht auf das Grundwissen zu seiner Theorie eingehen, denn das findet man in kostenlos verfügbaren Videos auf seinem YouTube-Kanal. Stattdessen werden wir uns heute über einige Themen unterhalten, über die er bisher nicht so oft gesprochen hat, die aber in Beziehung zu seiner Theorie stehen. Meine erste Frage betrifft dabei widersprüchliche Absichten. Eine der Kernaussagen ihrer Malbec-Theorie ist, unsere Absicht hat wesentliche Auswirkungen auf die Welt, die wir erleben. Wenn wir uns genauer anschauen, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, dann finden wir dort Strukturen vor, die es uns besonders schwer machen, eine schlüssige und rationale Absicht zu formulieren. Betrachten wir zum Beispiel das Bruttosozialprodukt. Das ist die wesentliche Messgröße, an der wirtschaftlicher Erfolg in westlichen Ländern gemessen wird. Umso höher das Bruttosozialprodukt, umso besser. Aber wenn wir uns genauer anschauen, was zu einem hohen Bruttosozialprodukt beiträgt, dann wird die Sache ziemlich schräg. Umso mehr Menschen krank sind und medizinische Behandlung brauchen, umso stärker steigt das Bruttosozialprodukt. Umso mehr technische Produkte kurz nach Ablauf der Garantie kaputt gehen, umso besser, denn dann müssen neue Produkte gekauft werden und die wiederum tragen zu einem höheren Bruttosozialprodukt bei. Wenn wir Geld mit Aktivitäten verdienen, welche die Umwelt verschmutzen, dann führt dies auch zu einem höheren Bruttosozialprodukt. Eine so widersprüchliche Messgröße als Indikator für gesellschaftlichen Fortschritt im Wirtschaftssystem zu verwenden, muss sich auch auf unsere individuellen Absichten auswirken, wenn wir in diesem System leben. Was können Sie uns über die dabei wirkenden Mechanismen sagen? Und wie können wir am besten unterscheiden, ob eine Absicht wirklich von uns als Individuum stammt oder ob sie uns durch gesellschaftliche Konventionen in den Kopf gesetzt wurde? Okay, es gibt zwei Klassen von, naja, man könnte sie Folgen nennen. Beabsichtigte Folgen und unbeabsichtigte Folgen. In dem von Ihnen erwähnten Beispiel zum Bruttosozialprodukt ist der beabsichtigte Aspekt, ein höheres Bruttosozialprodukt ist gut. Umso mehr wir produzieren, umso besser ist das für uns alle. Dann gibt es aber eben auch unbeabsichtigte Folgen. Es ist möglich, kurzfristig glänzend dazustehen, wenn man betrügt, die Umwelt verschmutzt oder wenn man andere Menschen ausnutzt, zum Beispiel indem man Arbeiter für einen so niedrigen Lohn beschäftigt, dass sie davon nicht leben können. Dadurch kann ein Unternehmer noch mehr Gewinn erzielen. Das Bruttosozialprodukt steigt und die Bilanz sieht wunderbar aus. Aber das führt eben zu unbeabsichtigten Folgen. Wenn man eine bestimmte Messgröße verwendet, über die man bestimmt, wie gut oder erfolgreich ein Land oder auch ein einzelner Mensch ist, und wenn man dafür bestimmte Beurteilungskriterien verwendet, dann werden Menschen Wege finden, das Bewertungssystem auszutricksen. Sie werden die Kriterien durch Betrug erfüllen. Betrug ist eben einfacher, als gute Arbeit zu leisten. Die Festlegung der Bewertungskriterien führt dazu, dass man Menschen Anreize bietet, zu versuchen, diese Kriterien auf Kosten anderer, nicht erfasster Kriterien zu erfüllen, was dann zu Nebeneffekten führt. Wie Sie bereits gesagt haben, ist es verwirrend, dass wir in unserer Gesellschaft so viele widersprüchliche Botschaften dazu erhalten, was gut und was schlecht ist. Unsere Intentionen sind zwar im Wesentlichen positiv, aber sie führen häufig zu negativen Konsequenzen, die nicht beabsichtigt waren. Das liegt einfach daran, dass wir über eine limitierte Sichtweise verfügen. Den ersten Zusammenhang zu meiner Malbec-Tau-Theorie sehe ich also darin, dass hier Folgen einer limitierten Sichtweise vorliegen.
Wenn man über eine limitierte Sichtweise verfügt, denkt man kurzfristig und achtet ausschließlich auf die größte unmittelbare Bedrohung im direkten Umfeld. Wenn diese Bedrohung darin besteht, dass Erfolg allein über die Menge produzierter Güter bemessen wird, dann setzt man alles daran, so viel wie möglich zu produzieren, egal was dadurch an Nebeneffekten wie Umweltverschmutzung oder Ausbeutung entsteht, denn die gehen nicht in die Bewertung mit ein. Wir müssen uns aber über die größeren Zusammenhänge bewusst werden, auch wenn wir in einer limitierten Sichtweise leben. Wir Menschen tendieren dazu, kurzsichtig zu leben und alles Handeln ist auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtet. Wir maximieren kurzfristigen Schein auf Kosten von Nachhaltigkeit. Unsere gesamte Gesellschaft ist auf Kurzfristdenken ausgerichtet. In der Geschäftswelt denken wir nur bis zum nächsten Quartalsbericht für die Aktionäre. Und es ist wichtiger, dass dieser Bericht gut erscheint, anstatt wirklich gut zu sein. Der äußere Schein spielt sowohl in unserem Leben als auch in der gesamten Geschäftswelt eine wichtigere Rolle, als was tatsächlich real ist. Das ist ein Charakterzug des Lebens mit einer limitierten Sichtweise. Welche Rolle spielen aber nun dabei unsere Absichten? Wenn jemand vorhat, die von ihm erlebte Realität durch eine Veränderung der eigenen Absicht zum Positiven zu verändern, dann muss diese Absicht vom Standpunkt des großen Ganzen aus formuliert werden. Meine gesamte Mabik-To-Theorie basiert auf der Sichtweise des großen Ganzen und man muss diesen Standpunkt einnehmen, um sie zu verstehen. Das bedeutet, man muss stets alle Konsequenzen im Auge behalten, die sich durch die eigenen Absichten ergeben. Dadurch fokussiert man seine Absicht meist auf die ganz einfachen Dinge. Seien Sie nett zu anderen Menschen. Daraus können kaum negative Folgen entstehen. Seien Sie ehrlich. Legen Sie Wert auf Ihren guten Ruf und darauf, wie hilfreich Sie für andere Menschen sein können. Aus solchen einfachen Absichten können sich eigentlich keine negativen Folgen ergeben. Behalten Sie also die globalen Aspekte im Auge, dann werden Ihre Absichten etwas Positives in der Welt bewirken. Sobald Sie aber anfangen, auf Detailebene Absichten zu formulieren, wie zum Beispiel, dass Sie Ihre Produktionszahlen steigern wollen, dann müssen Sie gleich eine ganze Reihe eventueller Nebenwirkungen berücksichtigen. Von daher versuche ich, meine Absichten auf Dinge zu fokussieren, die aus Sicht des großen Ganzen relevant sind. Auf Detailebene lasse ich den Dingen im Wesentlichen ihren Lauf. Wenn Ihre Angestellten über eine gute Moral verfügen, wenn Ihre Produkte nützlich sind und deshalb nachgefragt werden, dann gibt es keine Gründe, wieso dabei nicht alle Beteiligten einen Vorteil aus ihrer Geschäftsaktivität ziehen können. Wir brauchen keine Gewinner-Verlierer-Geschäftsmodelle. Wir können die Modelle so gestalten, dass alle davon profitieren. Aber dazu braucht man Menschen in einflussreichen Positionen, die wollen, dass alle profitieren. Und das ist oft nicht der Fall. Deswegen die Mächtigen zu beschuldigen, ist aber auch der falsche Ansatz. Denn diese Mächtigen repräsentieren einfach unseren kollektiven Seinszustand. Wenn Menschen in Gesprächen darüber sprechen, was alles schiefläuft, dann erlebe ich immer wieder Schuldzuweisungen. Es sind immer die anderen, die schlimme Dinge tun. Meistens fokussieren Menschen dabei auf die Mächtigen, die Konzernchefs oder die Illuminati. Diese Mächtigen sind aber nicht wirklich anders als der Rest der Bevölkerung. Wenn man zufällig einen Normalbürger auswählen würde und ihn in so eine Machtposition bringt, dann würde dieser Normalbürger sich nicht viel anders verhalten. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass eben einige über diese Macht verfügen und dadurch können sie viele Leben beeinflussen. Sie können dadurch anderen helfen oder ihnen schaden. Die meisten Menschen haben diese Macht aber nicht. Ein Mächtiger kann dabei zum Beispiel Regeln festlegen, durch die 500.000 Menschen in Armut gestürzt werden. Ein anderer schlägt daheim vielleicht seine Frau oder tritt den Hund.
Es ist aber einfach nicht so, dass es da diese kleine Gruppe von bösen Menschen gibt und wenn wir nur die irgendwie los würden, dann wäre alles gut. Diese Mächtigen sind nicht wirklich so viel anders als der Normalbürger. Sie verfügen eben einfach über Macht. Und es ist diese Macht in Kombination mit einem großen Ego und vielen Ängsten, was dann dazu führt, dass jemand Mächtiges vielen anderen Menschen Schaden zufügen kann. Man muss das aber aus einem größeren Gesamtzusammenhang heraus betrachten. Sonst identifiziert man vorschnell die Mächtigen als das Problem und alles dreht sich darum, diese Mächtigen loszuwerden. Aber das ist keine Lösung, denn jemand anderes würde auf die frei gewordene Machtposition aufrücken. Dann gäbe es vielleicht eine kurzfristige Verbesserung der Situation, aber langfristig werden uns diese Mächtigen stets unseren kollektiven Seinszustand widerspiegeln. Unser kollektiver Seinszustand bestimmt, wie sich die Mächtigen verhalten. Es geht also nicht darum, die anderen zu verändern, sondern wir müssen uns selbst verändern. Wenn wir diese positive Veränderung dann mit anderen teilen, wirkt sich das positiv auf unser Umfeld aus. Es ist also unsere eigene Veränderung, die sich dann auch auf die Mächtigen auswirkt, denn sie reflektieren unseren kollektiven Zustand auf höherer Ebene. Die ganzen kleinen Probleme im Außen, die von vielen als große Probleme angesehen werden, würden sich dadurch einfach in Luft auflösen, wenn wir erstmal unsere inneren Probleme bearbeiten würden. Und was unsere Absichten bei widersprüchlichen, an uns herangetragenen Botschaften betrifft, da würde ich vorschlagen, sich auf das große Ganze zu fokussieren und einfach zu versuchen, anderen Menschen freundlich und hilfsbereit zu begegnen und ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems zu sein. Wenn man beim Denken die Sicht des großen Ganzen im Auge behält, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit Absichten formulieren, die sich insgesamt positiv auswirken. Wenn man hingegen versucht, die Dinge so hinzumanipulieren, wie man sie gerne hätte, dann hört man auf sein Ego. Das Ego will stets, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Ich möchte einen kräftigen Profit in diesem Quartal erwirtschaften, weil dann erhalte ich im Gegenzug einen dicken Bonus oder werde befördert. In diesem Fall versucht man, das Umfeld so zu manipulieren, damit man selbst davon profitiert und das bekommt, was man will. Dieser Ansatz funktioniert aber praktisch nie und er hat stets unerwünschte Nebeneffekte, nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Das ist auch der Grund, warum solche Menschen selten glücklich sind, selbst wenn sie reich sind. Solche Menschen sind von ihrem Ego geleitet und laufen vor ihren Ängsten weg. Das macht einen aber zu einem unglücklichen Menschen, egal wie viel Geld man hat. Meine nächste Frage steht mit der letzten in engem Zusammenhang und sie betrifft die Frage, ob aus Sicht des großen Ganzen eventuell Disharmonie notwendig für unsere Weiterentwicklung ist. Wenn wir in einer Welt leben würden, in der alles auf Liebe und Harmonie basiert, würde sich vielleicht wenig verändern. Signifikanter Entwicklungsfortschritt scheint ein gewisses Maß an Reibung bzw. Unstimmigkeit zu benötigen. In unserer gegenwärtigen Zeit erleben wir erhebliche Unstimmigkeiten in vielen Bereichen. Dadurch ergibt sich einerseits das Potenzial für echte positive Weiterentwicklung. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass wir durch devolutionäre Entwicklung auf eine niedrigere Stufe zurückfallen. Denken Sie, es gibt eine Kraft in der Welt, welche die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass stets ein gewisses Maß an Reibung und Konflikten aufrechterhalten wird, um dadurch den evolutionären Entwicklungsprozess am Laufen zu halten und um zu verhindern, dass dieser Prozess stagniert? Wird so eine Kraft vielleicht sogar durch das größere Bewusstseinssystem aktiv unterstützt, weil sie die notwendige Stimulation liefert, um eine echte Weiterentwicklung unseres Bewusstseins hervorzubringen? Nein, ich sehe keine Notwendigkeit für eine negative Kraft, welche Herausforderungen herbeiführt, die für unser Wachstum notwendig sind. Ich denke, wir Menschen sind verdammt gut darin, solche Herausforderungen durch unser Verhalten selbst zu erzeugen. Da brauchen wir keine zusätzliche Hilfe durch negative Kräfte. Rein theoretisch könnte es natürlich sein, dass wir uns irgendwann mal so weit entwickeln, dass alle Menschen glücklich und kooperativ zusammenarbeiten und sich dadurch unsere Weiterentwicklung verlangsamt. Das sind jetzt rein intellektuelle Überlegungen und Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen, aber ich denke, in diesem Fall würde es einfach dazu kommen, dass sehr viele neue Bewusstseinseinheiten in diese harmonische virtuelle Realität strömen würden.
Man hätte dann viele junge, nicht sehr weit entwickelte Bewusstseinseinheiten, die neu dazukommen, einfach weil es ein gutes und sanftmütiges Lernumfeld wäre, eben perfekt, um erste Erfahrungen zu sammeln. Außerdem wäre es gut denkbar, dass man einige Haudegen aus anderen, nicht so harmonischen Realitätssystemen hierher schickt, damit sie erleben, dass es auch anders geht. Vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass wir jemals einen Mangel an Herausforderungen für uns, unsere Egos und unsere Ängste erleben werden und dass es deshalb notwendig wäre, solche Herausforderungen künstlich zu erzeugen. Wir werden wohl niemals an den Punkt kommen, dass wir niemanden haben, der Ärger macht und wir den Ärger deshalb künstlich induzieren müssten. Das ist also eine rein theoretische Fragestellung, aber sie ist wohl fürs praktische Leben nicht relevant. Diese Herausforderungen ergeben sich allein dadurch, dass wir nicht in einem geschlossenen System leben. Einige Menschen glauben, dass wir in unserer virtuellen Realität, also auf der Erde, in einem geschlossenen System leben und dass wir uns alle langsam weiterentwickeln und verbessern, bis dadurch irgendwann das ganze System freundlich und sanftmütig geworden ist. Das System ist aber nicht geschlossen. Es ist nicht so, dass es nur die 7 Milliarden Wesen auf der Erde gibt, die immer wieder aufs Neue hier inkarnieren und sich dadurch verbessern. Es kommen stets neue Wesen von anderswo hinzu und andere Wesen inkarnieren dafür nicht wieder auf der Erde. Wenn man dabei einen gewissen Entwicklungsstand erreicht hat, beginnt man als Lehrer zu wirken, um dadurch anderen zu helfen. Es geht da nicht mehr allein um die eigene Weiterentwicklung, denn wenn man ein gewisses Stadium erreicht hat, ist man besser in der Lage, dazu anderen zu helfen. Dabei treffen wir alle stets auf neue Herausforderungen und wir brauchen uns keine Sorgen darüber machen, dass es zu wenige davon gibt. Aber die Äußerung, dass es negative Kräfte gibt, welche bewusst Probleme erzeugen, habe ich schon öfters gehört. Es gibt negative Wesen, die sich auf einen negativen Entwicklungspfad begeben haben. Sie tun dies in der Regel durchs Ausüben von Kontrolle, anstatt offen, liebevoll und fürsorglich zu sein. Man kann zum Beispiel durch Meditation lernen, die eigenen Gedanken und Absichten zu kontrollieren, und man kann diese Fähigkeiten sowohl für positive als auch für negative Ziele einsetzen. Man kann als Voodoo-Zauberer andere Menschen krank machen oder man kann als Arzt Menschen heilen. Für beides bedarf es eines gewissen Maßes an fokussierter Absicht. Es gibt also Wesen, die sich auf den negativen Entwicklungspfad begeben, aber dieser Pfad ist äußerst limitiert. Man kann dabei nur begrenzte Macht erreichen, denn der negative Ansatz vereitelt sich früher oder später selbst. Auf dem negativen Entwicklungspfad gibt es kein Vertrauen. Anstatt von Vertrauen findet man dort Neid. Jeder, der es dort geschafft hat, Macht zu erreichen, wird von anderen beneidet, die ihm die Macht wieder wegnehmen wollen. Der negative Ansatz ist also selbstzerstörerisch und basiert im Wesentlichen auf Angst. Alles, was auf Angst basiert, ist aber stark limitiert, denn Angst stiftet Uneinigkeit, wodurch es schwer ist, viel Macht anzuhäufen. Fear-based is very limited. It's very divisive. It's really hard to build a lot of power. So even though you can have some. Es gibt einige Kulturen, zum Beispiel an der Küste von Afrika, wo man Menschen dafür bezahlt, einem durch geistiges Heilen zu helfen. Sie können andere also gesund machen, aber genauso gibt es dort Menschen, die man dafür bezahlen kann, Feinden auf geistigem Weg zu schaden. Das funktioniert also in beiden Richtungen und ist dort Teil der Kultur. Die Kultur dort ist anders als unsere westliche Kultur und viele Menschen leben dort deshalb in Angst und es ist diese Angst, die sie so leicht manipulierbar macht. Negativ ausgerichtete Menschen werden aber stets ein großer Fisch in einem kleinen Teich bleiben. Wenn man diese negativen Menschen mit den anderen Bewohnern eines größeren Teichs vergleicht, wo es viele Fische gibt, die positiv ausgerichtet sind,
Dann stellen sich selbst die großen negativen Fische aber plötzlich als kümmerliche Schwächlinge heraus, wenn man sie mit den stärksten der positiv ausgerichteten Fische vergleicht. Negativ ausgerichtete Wesen bleiben also in der Regel ein lokales Phänomen. Die großen Fische, die sich negativ ausgerichtet haben, wollen in ihrem kleinen Teich bleiben, wo man sie fürchtet und wo sie über Macht verfügen. Ja, es gibt also negative Einflüsse. Es gibt in unserer Realität Wesen, die über keinen Körper verfügen und die manchmal versuchen, Menschen zu beeinflussen. Es gibt also solche negativen Wesen, aber sie können uns nicht wirklich manipulieren. Was sie tun können, ist, uns zu schlechtem Verhalten zu animieren. Aber in den meisten Fällen schenken sie uns eher keine Aufmerksamkeit, denn wir Normalbürger sind für sie im Grunde belanglos. Wenn aber jemand über Macht verfügt und deshalb viel Leid in der Welt anrichten kann, dann kommt es vor, dass negative Wesen solche Mächtigen dazu animieren, entsprechend zu handeln. Mächtige werden in dieser Hinsicht also mehr herausgefordert als Normalbürger, aber damit müssen sie eben lernen, umzugehen. Sie werden aber zu nichts gezwungen, sondern sie entscheiden stets selbst, wie sie handeln. Aber es gibt eben negative Wesen, die Mächtige dazu anregen, durch ihr Handeln anderen Menschen zu schaden. Wir müssen lernen, damit umzugehen, und es ist nicht wirklich schwierig, einfach Nein zu sagen und nicht entsprechend zu handeln. Durch solche Anregung macht man nicht einfach aus einem guten Menschen einen bösen Menschen, aber Menschen, die bereits über entsprechende Neigungen verfügen, lassen sich durch Anregung dazu bringen, über ihre bisherigen Grenzen hinauszugehen, einfach weil ihnen entsprechende Gedanken in den Kopf gesetzt wurden. In gewisser Weise ist das wie in der mittelalterlichen Sichtweise, dass auf einer Schulter ein kleiner Engel und auf der anderen ein kleiner Teufel sitzt und beide flüstern uns ins Ohr, um uns zu manipulieren. Als Metapher betrachtet, kann dies zutreffen, aber das größere Bewusstseinssystem hat generell eher einen positiven Einfluss auf uns. Unsere Weiterentwicklung ist gleichbedeutend mit der Weiterentwicklung des größeren Bewusstseinssystems und es möchte, dass wir uns erfolgreich weiterentwickeln und will uns dabei helfen. Aber es gibt eben auch Kräfte, die wollen, dass wir scheitern. Wir reden hier aber über kleine Stupser in seltenen Fällen. Deshalb kann sich niemand rausreden nach dem Motto, der Teufel hat mich gezwungen. Das ist keine akzeptable Ausrede und wir sind stets selbstverantwortlich. Uns werden also nie die Herausforderungen ausgehen, so dass wir künstliche erzeugen müssten. Den negativen Kräften ist es in gewissen Grenzen erlaubt, mit uns zu interagieren. Aber das Gleiche gilt für die positiven Kräfte. Der Kampf zwischen positiven und negativen Kräften ist Teil des Spiels. Insofern werden negative Wesen nicht irgendwo weggesperrt, damit sie niemanden beeinflussen können. Aber positive Wesen können uns eben genauso beeinflussen. Und jeder Mensch muss dabei die Verantwortung für sein Handeln und seine Entscheidungen selbst tragen. Okay, bei meiner nächsten Frage geht es ums Thema Krebs. In unseren früheren Interviews hatten wir über Alzheimer gesprochen und heute möchte ich gerne kurz über Krebs sprechen, denn Krebs ist eine andere in westlichen Ländern weit verbreitete Krankheit. Was mich besonders interessiert, ist unsere Sichtweise bezüglich Krebs. Mediziner betrachten Krebs als krankes Gewebe, das aus dem Körper entfernt werden muss, aber die jetzigen Krebszellen sind ja früher aus gesunden Zellen entstanden. In gewisser Weise beinhaltet Krebs ein Element von Selbstzerstörung und ich frage mich, ob es vielleicht metaphysische Zusammenhänge zwischen Krebs und dem Umgang der Menschheit mit Planet Erde gibt. Einige Menschen sind der Ansicht, dass die Menschheit sich auf der Erde wie ein Krebsgespür verhält, weil wir immer mehr der Natur zerstören, obwohl wir von ihr abhängig sind. Was können Sie uns über eine potenzielle metaphysische Verbindung zwischen kollektivem selbstzerstörerischem Verhalten und der Zunahme von Krebs als Krankheit bei Individuen sagen? Es gibt dabei tatsächlich eine Verbindung und ich bin da heute Morgen bei meinem Vortrag kurz drauf eingegangen. Wenn Zellen innerhalb von biologischen Systemen mehr Ressourcen konsumieren, als sie ans System zurückgeben,
und sie übermäßig wachsen, dann nennen wir das Krebs. Ja, wir als Menschheit tun etwas Vergleichbares mit unserem Planeten. Wir überfordern die Erde durch Umweltverschmutzung und verhalten uns ähnlich wie ein Krebsgeschwür. Wir sind dabei, das Ökosystem zu zerstören, von dem unser eigenes Überleben abhängig ist. Krebszellen handeln genauso. Sie wachsen, bis sie dadurch den Wirt töten, von dem ihr eigenes Überleben abhängt. Es gibt dabei also Parallelen. Das ist ein Aspekt. Krebs als sowas wie eine ablehnende Grundhaltung. Man könnte Krebs als angstbasierte Grundhaltung bezeichnen, die das große Gesamtbild aus den Augen verloren hat. Wenn sich alles nur um mich dreht und alle anderen egal sind, solange ich nur meinen Anteil bekomme und behalten kann, dann handeln wir wie Krebszellen. So verhalten sich Krebszellen. Sie wachsen und vermehren sich schneller als andere Zellen und sie beginnen damit, alle Nährstoffe aus dem Blutkreislauf abzugreifen, bevor diese zu anderen Zellen gelangen. Weil Krebszellen so schnell wachsen, brauchen sie mehr Nährstoffe. Unser Körper ist da sehr flexibel und das führt dazu, dass sich neue Blutbahnen bilden, die dann den Krebszellen nützen, anstatt die gesunden Zellen zu versorgen. Irgendwann führt das dann dazu, dass der Krebs zum Tod des Körpers führt. Das ist die Folge von extremer Selbstzentriertheit, wenn sich alles nur um mich und um meins dreht. Das Gleiche gilt für die Menschheit als Ganzes. Wenn sich alles nur um uns dreht und wir extrem selbstzentriert sind, dann beginnen wir wie Krebszellen zu handeln. Wir greifen mehr Ressourcen ab, als uns zustehen. Wir stellen Forderungen auf und wenn andere dadurch zu Schaden kommen, betrachten wir das als deren und nicht als unser Problem. Das ist ein Muster von angstbasiertem, selbstzentriertem Verhalten. Das gilt für eine Zelle oder für einen Menschen oder für die Menschheit als Ganzes. Dieses Muster steht für Degeneration, welche durch einen nicht kooperativen, selbstzentrierten Ansatz entsteht. Für degenerative Krankheiten wie Krebs oder auch Erkrankungen des Herzens gibt es zwei unterschiedliche Ursachen. Die erste Ursache ist unsere Ernährung, also was wir essen, und die zweite Ursache ist, dass wir uns zu wenig bewegen. Schlechte Ernährung ist also ein echtes Problem. Wir stopfen uns mit Junkfood voll und tun nichts, um unseren Körper dabei zu helfen, mit diesem Essensmüll fertig zu werden. Wir sitzen vor dem Fernseher, anstatt uns zu bewegen, wodurch wir es unserem Körper zusätzlich schwer machen. Wenn ich über unseren Körper spreche, meine ich dabei speziell die biochemischen Prozesse, die basierend auf den Naturgesetzen ablaufen. Dadurch wird es zunehmend schwierig, die Gesundheit unseres Körpers zu erhalten. Wenn man einen Körper mit Essensmüll vollstopft, dann wird er eben krank. Wie genau wird dieser Körper aber krank? Gerade bei diesen langsamen degenerativen Krankheiten wird man nicht wirklich schnell krank. Das ist ein Prozess, wo man dem Körper Dinge abverlangt, ohne ihm die dafür notwendigen Ressourcen bereitzustellen. Das ist ein längerer Prozess von Überbeanspruchung und Vernachlässigung des Körpers. Und irgendwann führt das zum Versagen des Systems. Das ist vergleichbar damit, wenn man eine Maschine hat, die dafür ausgelegt war, 10 Stunden am Tag zu laufen. Statt dieser 10 Stunden lässt man sie aber rund um die Uhr laufen. Man schenkt sich auch die Wartung und ölt die Maschine nicht und tauscht auch keine Zahnriemen aus. Wenn man so handelt, geht die Maschine irgendwann kaputt. Irgendein Bauteil wird nach einiger Zeit versagen. Welches Bauteil dabei versagt, ist schwer zu sagen, aber es ist meistens eins, welches übermäßig beansprucht wurde. Beim menschlichen Körper ist das häufig unser Herz. Mangelnde Bewegung und fettes Essen führt zu verstopften Arterien. Die Probleme treten also an diesen Schwachstellen auf.
Aus der Perspektive von Bewusstsein ist Folgendes dazu zu sagen. Menschen, die in einem angstbasierten Gesellschaftssystem wie dem unseren leben, sind häufig unglücklich. Sie denken häufig negative Gedanken und sie mögen ihr eigenes Leben nicht. Sie mögen nicht, wer sie sind. Sie mögen weder ihren Lebenspartner noch ihren Chef. Es gibt sehr wenig, das sie mögen und das ihnen Freude im Leben bereitet. Und für die Mehrheit der Menschheit ist das normal. Ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, ist heute leider eher die Ausnahme. Es ist bedauerlich, denn wenn man viele negative Absichten in sich trägt, nach dem Motto, das Leben ist ungerecht, dann spiegelt sich diese negative Einstellung irgendwann im eigenen Körper wieder. Nehmen wir an, Sie haben einen Körper, der von sich aus bereits nur gerade noch so funktioniert und es schafft, gesund zu bleiben. Wenn Sie dann noch negative Absichten in sich tragen, führt das dazu, dass der Körper endgültig krank wird. Wenn die Absicht so etwas beinhaltet wie, ach, mein Leben ist so sinnlos, ich will nicht länger leben, dann führt das vielleicht zu einer tödlichen Krankheit. Das ist der von Ihnen gewählte Ausweg. Wir würden das zwar nicht als Selbstmord bezeichnen, denn dafür ist es nicht schnell genug, aber man könnte es als degenerativen Selbstmord bezeichnen. In dem Fall fällt es unserem Verstand leicht, das Krebswachstum anzuregen, denn der Körper ist bereits geschwächt. Wenn unser Körper hingegen gesund wäre, dann hätte eine negative Absicht es deutlich schwerer, eine Krebserkrankung auszulösen. Es wäre zwar immer noch möglich, reichlich Negativität und Ausdauer vorausgesetzt, aber es wäre zumindest deutlich schwieriger. Wenn man sich gesund ernährt und Sport treibt, ist es deutlich unwahrscheinlicher, an Krebs oder Herzproblemen zu erkranken. Es ist also eine Kombination aus Negativität und Angst, die dazu führt, dass der Körper krank wird. Und für viele ist so eine Krankheit ihr gewählter Ausweg, um dieses Leben zu beenden. Diesen Menschen reicht's. Sie mögen ihr Leben nicht und entwickeln eine tödliche Krankheit. Das scheint ein "Dafür konnte ich ja nichts, die Krankheit ist schuld" Ausweg zu sein. Aber viele Menschen führen den eigenen Tod über ihre Negativität und den Umgang mit ihrem Körper selbst herbei. Wenn wir positiver wären, wenn wir voller Freude und bewusster wären, dann würden wir erst gar keinen Essensmüll zu uns nehmen. Wir wüssten dann, dass es ungesund ist und würden spüren, wenn unser Körper Probleme hat, und würden es erst gar nicht so weit kommen lassen. Diese Aspekte von negativem Bewusstsein und schlechter Ernährung wirken wechselseitig aufeinander. Sie verstärken sich gegenseitig. Wir hocken vorm Fernseher und essen Kartoffelchips, weil wir uns in Zombies verwandelt haben, die sich unterhalten lassen wollen. Verstand und Körper wirken dabei zusammen und verschmelzen zu einem großen interaktiven Schlamassel. Dies spiegelt uns unseren Seinszustand wider. Und für die meisten von uns bedeutet das, ein von Ego und Angst getriebenes Leben zu leben. In unserer Gesellschaft leben wir in permanentem Stress. Das gab es so vor 100 Jahren noch nicht. Da gab es zwar auch viele andere Stressfaktoren, die es heute nicht mehr gibt, aber eben kein permanenter Stress. Viele von uns haben Jobs, die permanenten Stress bedeuten. Man wird rund um die Uhr gefordert. Das führt dann wiederum zu einer Kultur, in der Herzprobleme und Krebs weit verbreitet sind. Es kommt kaum vor, dass jemand nicht wenigstens 2 oder 3 Bekannte hat, die schon mal an Krebs erkrankt waren. Viele haben selbst im familiären Umfeld 2 oder 3 Menschen, die mal Herzprobleme oder Krebs hatten. Diese Krankheiten sind so weit verbreitet, weil wir uns das selbst antun. Aber ich glaube, dass Krebs und Herzprobleme vermeidbar wären und dass unsere Gesinnung und unser Lebensstil dabei eine zentrale Rolle spielen.
Das sind keine fundamentalen Angriffe auf unseren Körper, denen wir hilflos ausgeliefert sind. Wir sind mit Schuld daran, dass diese Krankheiten so weit verbreitet sind. Das sind kulturelle und keine rein physischen Krankheiten. Okay, jetzt würde ich gerne das Thema wechseln und über Archetypen sprechen. In früheren Interviews hatten Sie den Begriff Archetyp verwendet, der vom Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung eingeführt wurde. Ich würde Sie darum bitten, uns zu erklären, was Sie unter dem Begriff Archetyp verstehen. Sehen Sie zum Beispiel Archetypen als kollektive Gedankenkonstrukte, die von vielen Menschen gemeinsam erschaffen wurden? Und sind sie in diesem Sinn rein passive Energien, die über keinen freien Willen verfügen? Oder würden Sie sagen, dass Archetypen sowas wie ein Selbstbewusstsein entwickeln können? Können Archetypen vielleicht selbst Absichten und sowas wie freien Willen entwickeln? Ich würde sagen, dass Archetypen eher sowas wie ein kollektives Bewusstsein darstellen, aber dass sie keine eigenen Absichten entwickeln. Quasi ein kollektives Bewusstsein auf der Seinsebene. Und dabei spielt auch die biologische Ebene des Menschseins eine Rolle. Some of it has to do with us being human at the biological level. Wir unterscheiden häufig zwischen Menschen auf der einen Seite und Tieren auf der anderen Seite. Aber wir Menschen sind im Grunde auch Tiere, die sich auf der Erde entwickelt haben. Wir verfügen genauso wie Tiere über Instinkte, also Dinge, die wir tun, weil sie uns quasi in den Knochen stecken. Wir haben im Rahmen unserer Entwicklung im Laufe von Millionen von Jahren bestimmte Denkweisen und Haltungen entwickelt. Darüber sind wir uns aber nicht bewusst. Wir denken, dass all unser Handeln auf bewussten Entscheidungen basiert und dass wir die Entscheidungen durch unseren freien Willen treffen. Unsere Handlungen basieren jedoch oft nicht auf bewussten Entscheidungen, sondern da spielen unsere Instinkte eine Rolle. Neben individuellen Instinkten gibt es auch so etwas wie soziale Instinkte. Damit meine ich soziale Konventionen. Wieso verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Wir handeln so aufgrund unserer Kultur und weil wir damit aufgewachsen sind. Wir denken dann natürlich, dass man sich eben genau so verhält, wie wir es gelernt haben. Wir hinterfragen diese kulturellen Handlungsweisen nie und denken nicht darüber nach. Wir verhalten uns also oft wie Zombies. Wir handeln so, weil alle anderen genauso handeln. Wir hinterfragen dieses Verhalten nie und sich anders zu verhalten, würde sich falsch anfühlen. Es gibt also diese Aspekte des Handelns, die uns quasi in den Knochen stecken. Sie haben nichts mit unserem bewussten Verstand zu tun. Und das sind keine bewussten kollektiven Handlungen. Wir sind in Wirklichkeit alle miteinander vernetzt und verfügen über einen kollektiven Kommunikationskanal. Auf diesem Weg beeinflussen wir uns gegenseitig und zwar nicht auf der Ebene des Intellekts, sondern auf der Ebene des Seins. Wir wissen aus der Psychologie von Menschenmassen, dass sich in einer Gruppe von Menschen, in der alle über eine negative Geisteshaltung verfügen, jedes Individuum schlimmer verhält, als wenn es alleine wäre. Das ist der Effekt des Mobs. Wir beeinflussen einander und bringen dadurch in uns das Negative hervor. Der gesamte Mob sinkt auf das Niveau derjenigen Teilnehmer mit dem geringsten Entwicklungsstand ab. Ähnliche Effekte gibt es aber auch am positiven Ende des Spektrums. Wenn man positiv gestimmte Menschen zusammenbringt, dann kann so eine Gruppe Menschen in ihrem Umfeld mit auf dieses positive Niveau hochziehen. Das ist das genaue Gegenteil des Mob-Effekts. Deshalb ist es auch so wichtig, sich seine Freunde richtig auszuwählen. Freunde können einen hoch- oder runterziehen. Dabei spielt der erwähnte unbewusste Kommunikationskanal eine Rolle. Menschen können sich bestimmte Haltungen aneignen, die in ihrer Kultur weit verbreitet sind. Einige solcher Haltungen können sogar in der gesamten Spezies Mensch verbreitet sein. Einige dieser Haltungen sind Teil unserer Instinkte und stecken uns in den Knochen. Wir kommunizieren diese Haltungen untereinander auf unbewusster Ebene und das ist so verbreitet, dass es sich manchmal so anfühlen kann, als ob diese Dinge ein Eigenleben entwickeln. Das sind Archetypen. Man findet sie auf der Ebene der menschlichen Spezies und in allen Kulturen. Die menschliche Sexualität wäre ein Beispiel dafür. Sie ist ein Teil unserer Instinkte.
Egal in welcher Kultur man aufgewachsen ist, bei der Sexualität gibt es häufig ähnliche Verhaltensmuster. Da kommen dann natürlich einige kulturspezifische Ergänzungen hinzu. In einigen Kulturen geht man mit Sexualität offen um, in anderen läuft das alles heimlich ab. Einige Kulturen sind vorwärtsgewandt, andere rückwärtsgewandt. In einigen geht es schnell zur Sache, in anderen eher langsam. Aber auf fundamentaler Ebene gibt es aufgrund von Archetypen solche Ähnlichkeiten. Menschen reagieren auf bestimmte Symbole und Ideen oder auf bestimmte Geschichten, die ihre Kultur ihnen vermittelt. Diese Archetypen verkörpern, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir teilen also diese Ideen und Konzepte über einen unbewussten Kommunikationskanal und auf diesem Weg werden unsere Ansichten darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein, beeinflusst. Ich denke, das ist es, was Jung entdeckt hat, dass es da von vielen geteilte Ideen, Konzepte und Gefühle gibt, die innerhalb einer Kultur oder auch in der gesamten Menschheit oder auch in einer Untergruppe innerhalb der Kultur auftreten. Wenn viele Menschen ein gedankliches Konzept teilen, verbreitet es sich immer weiter. Dafür wurde der Begriff Modeerscheinung geprägt. In den USA gab es vor vielen Jahren sogenannte Beanie Babies. Das waren ausgestopfte Puppen, die eigentlich nichts Besonderes waren. Aber irgendwie trat dieser Puppentrend ins kollektive Bewusstsein ein und plötzlich wollte jeder diese Puppen haben. Damals standen die Menschen um 4 Uhr morgens in 100 Meter langen Schlangen vor den Geschäften, um diese Puppen zu ergattern. Wieso passiert so etwas? In den 50er Jahren passierte das Gleiche mit Hula-Hoop-Reifen. Es gibt eben diese Modeerscheinungen, sie können unsere Kleidung oder andere Dinge wie unsere Frisur betreffen. Sie durchdringen dabei unsere gesamte Kultur. Das geschieht nicht auf intellektueller Ebene, sondern dabei spielt geteilte Aufregung eine Rolle. Schau mal, wie toll das hier ist. Oh, das ist ja super, das muss ich auch haben. Diese Dinge verbreiten sich wie ein Lauffeuer und dann kommt es zu einem Ansturm und alle wollen es haben. Dabei kann auch geschickte Vermarktung eine Rolle spielen, aber so eine geschickte Vermarktung stößt nur einen Prozess im kollektiven Bewusstsein an und dann springen immer mehr Menschen auf diesen Zug auf und plötzlich ist ein Trend entstanden. 5 Jahre später interessiert sich dann niemand mehr dafür. Dann gibt es bereits neue Modeerscheinungen. Das sind quasi Resonanzschwingungen im kollektiven Bewusstsein. Wir sind da alle gemeinsam dran beteiligt. Genauso wie uns der Mob nach unten ziehen kann, können uns positive Menschen nach oben ziehen und die Modeerscheinungen ziehen uns in ihren Bann. Das liegt in der Natur unserer zwischenmenschlichen unterbewussten Vernetzung. Wir kommunizieren darüber unsere Freude, genauso wie unsere Aufregung oder unsere Unzufriedenheit. Das ist ein Teil unseres Problems. Wir verbreiten negative Nachrichten und wiederholen sie immer und immer wieder. Positive Nachrichten hingegen finden fast keine Erwähnung. Das macht es besonders schwer, aus diesem Negativitätsteufelskreis auszubrechen. Wir ignorieren das Positive und verbreiten nur das Negative und dann wundern wir uns darüber, wieso alle so schlecht drauf sind. Mit dem permanenten Fokussieren darauf, was schief läuft, ziehen wir uns gegenseitig nach unten. Wir beschuldigen uns gegenseitig. Wir fokussieren auf die schlimmen Dinge, die in der Welt passieren. Oh je, im nächsten Jahrzehnt geht bestimmt alles vor die Hunde. Wir haben nicht mehr genug von diesem oder von jenem. Wenn man nur genügend Angst geschürt hat, kann man dadurch eine Hysterie oder einen Modetrend auslösen. Es ist ein Modetrend, negativ zu sein. Es ist ein Modetrend, zu erkennen, dass die Welt, in der wir leben, echt beschissen und nicht schön ist. Wenn dann jemand sagt, aber die Welt ist doch großartig, wird er von allen schief angeguckt, nach dem Motto, Sie haben wohl schon länger keine Nachrichten mehr geschaut, oder? Man wird als irre angesehen, weil man positiv gestimmt ist. Das ist eins unserer Probleme. Negativität und Nörgelei sind bei uns zu Modetrends geworden, weil wir uns so sehr darauf fokussieren. Okay, ich würde gerne kurz über einen bestimmten Archetyp sprechen, und zwar den Archetyp der ewigen Jugend.
In westlichen Gesellschaften färben sich viele ältere Menschen die Haare, um die offensichtbaren Aspekte des Alterungsprozesses zu verstecken und weiter jung auszusehen. Das ist nur ein Beispiel, aber wir scheinen generell ein Problem mit dem Älterwerden zu haben und dabei scheint die Oberflächlichkeit unserer Kultur eine Rolle zu spielen. Wenn wir die Rolle unseres Körpers überbewerten und Aspekte wie Weisheit, die mit dem Altern einhergehen, vernachlässigen, dann sehen wir ältere Menschen mehr als nutzlose Bürde, anstatt sie als Quelle für Weisheit zu betrachten. Was können Sie uns zum Umgang mit dem Älterwerden in westlichen Gesellschaften sagen und wieso verfügt der Archetyp der ewigen Jugend über so enorme Anziehungskraft in unserer Gesellschaft? Ich denke, Oberflächlichkeit ist eher eine Folgeerscheinung. Natürlich ist unsere Kultur oberflächlich und Anschein ist alles, was in ihr zählt. Aber die fundamentale Ursache ist Angst. Menschen haben Angst davor, alt zu werden. Sie haben Angst vor dem Tod. Sie haben Angst, ihre Vitalität zu verlieren. Alles, was mit dem Älterwerden zu tun hat, ist eher unerfreulich und mit vielen Ängsten verbunden. Immer wenn Angst im Spiel ist, stellt diese Angst einen Angriffspunkt dar, über den man diese angsterfüllten Menschen manipulieren kann. Und jeder, der uns Menschen manipulieren möchte, kann Angst als Griff benutzen, um dadurch Menschen in eine bestimmte Richtung oder zu bestimmten Handlungen zu bewegen. Wir haben so große Probleme, weil die Vermarkter in unserer Kultur die Angst vor dem Altwerden als ideales Manipulationsinstrument entdeckt haben, um uns dazu zu bekommen, Milliarden von Dollars für Produkte auszugeben, die uns das Gefühl geben, dass wir durch sie nicht altern werden. Das ist natürlich irrwitzig. Jeder weiß, dass wir altern, egal welche Pillen wir schlucken. Aber man kann so tun, als ob diese Creme Falten verschwinden lässt oder dieses Make-up einen besser aussehen lässt. Man kann so tun, als ob dadurch irgendwie der Alterungsprozess gestoppt werden kann. Diese Marketingstrategie basiert auf Angst und anstatt uns zu beruhigen und die Angst zu überwinden, heizt unsere Kultur sie zusätzlich an. Wir verschlimmern die Angst und versuchen sie zu vergrößern, weil man durch sie wunderbar Geld verdienen kann. So whenever you see advertisements, it's always pretty young girls and handsome young men, and they're always. Überall in der Werbung sieht man hübsche junge Frauen und gut aussehende junge Männer, die wunderbare Dinge erleben. Das dient dazu, dass sich die Zuschauer unzulänglich fühlen. Diese Unzulänglichkeit ist eine Angst und jetzt kann man die Zigaretten rauchen, welche die hübsche junge Frau raucht, oder man trinkt das Bier, das der gut aussehende junge Mann in der Werbung trinkt. Alles nur, um so wie sie zu sein. Das mag dumm erscheinen, aber wenn man Angst hat, handelt man nicht rational. Angst ist nichts Rationales, sondern etwas Emotionales. Mit dieser Angst wird in unserer Kultur also gespielt und es ist schwer, ihr aus dem Weg zu gehen. Deshalb ist das so ein verbreitetes Problem. Unsere Kultur fokussiert auf Jugendlichkeit und das liegt an der Angst vor dem Altwerden und der Angst vor dem Tod. Das wollen wir uns aber nicht eingestehen, deshalb tun wir so, als ob wir jung wären und das wollen wir dadurch erreichen, dass wir Coca-Cola trinken. Or, you know, of course, Coca-Cola will probably kill you, you know, faster than anything else you can drink. Shouldn't say that. Coca-Cola wird sie vermutlich schneller umbringen als irgendein anderes Getränk. Naja, das sollte ich vielleicht so nicht sagen. Aber diese ganzen Zuckerwasser machen einen nicht jung und hübsch, sondern sie machen einen alt und schaden der Gesundheit. Aber es existiert eben dieses Image, das Coca-Cola mit Jugendlichkeit assoziiert und darüber verkauft sie sich. Deshalb gibt es diese kulturweite Oberflächlichkeit. Dass Schein wichtiger als Sein ist. Man kann damit eben richtig gut Geld verdienen und deshalb fördert unsere Kultur diese Dinge. Wir werden permanent mit Bildern von jungen, aufreizenden Menschen bombardiert und sie verwenden stets irgendwelche Produkte, die wir dann kaufen sollen, damit wir dadurch so wie diese jungen Menschen werden. Da liegt also das Problem. Wenn diese Mechanismen in unserer Kultur nicht eingesetzt würden, gäbe es zwar immer noch Menschen, die Angst vor dem Altwerden hätten, aber das wäre eine kleine Minderheit. Altern wäre dann ein natürlicher Teil des Lebens und es gibt andere Kulturen, wo es diese Angstvermarktung nicht gibt
und wo es völlig natürlich ist zu altern und wo man für seine Lebenserfahrung wertgeschätzt wird. Das trifft eher auf indigene Kulturen zu. Es ist also unsere Kultur, die uns diesbezüglich prägt. Und es liegt nicht nur daran, dass wir oberflächlich sind. Es stimmt zwar, dass wir oberflächlich sind, aber es sind unsere Ängste, die uns oberflächlich werden lassen. We are shallow people, but we're shallow people because our fear makes us shallow.